So today for you in this hall in the early morning will be so schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei der Übersetzung. Es kommt gleich der Talk Visceral Systems und eure Übersetzer sind Florian und Siri. Ja. Ja, und hier sind die einleitenden Worte. Unser erster Redner für heute Morgen wird erzählen, wie man Emotionen hervorruft und wie man sozusagen Kunst erschafft aus Dingen, die möglicherweise nicht so viel mehr als heiße Luft oder nur Luft sind, aber einen trotzdem berühren. Unser erster Vortrag also heute, Visceral Systems. Arbeiten mit Klang- und Netzwerkdaten als skulpturelles Medium. Und das ist Sarah Grant. Bitte herzlichen Applaus. Thank you. Vielen Dank. So, yeah, good morning. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einleitung. Danke, dass ich hier sein darf auf dem CCC. Ich bin sehr froh, dass ich das hier machen darf. Eigentlich habe ich darüber schon eine ganze Menge nachgedacht und ich bin sehr froh, dass ich das heute Morgen präsentieren kann. Und ja, ich weiß, dass es ziemlich zeitig am Morgen ist, aber danke, dass ihr hier seid. Also, mein Name ist Sarah Grant. Ich bin Medienkünstlerin und Lehrerin und Dozentin und ich arbeite in diesem Studio in Berlin. Und was mich interessiert, sind Systeme, die mit Radiowellen, Computernetzwerken und auch mit Skulpturen arbeiten. Meine künstlerische Praxis erstreckt sich auf Netzwerktechnologien als mein Medium und ich lehre auch und versuche, Leuten das Internet näher zu bringen und zu sagen, okay, das ist keine Blackbox, das ist nicht nur eine Wolke, sondern das ist eine Sache, der man sich bewusst sein kann und wo man auch Alternativen zu den üblichen kommerziellen Systemen einsetzen kann. Und für mich ist das wirklich, wirklich wichtig, dass Menschen ein Verständnis dafür haben, wie dieses Internet funktioniert, damit wir nicht einfach nur passive Konsumenten sind, sondern das auch schöpferisch nutzen können. Es ist wichtig, einen kritischen Bezug dazu zu haben, weil wenn man nicht weiß, wie eine Sache funktioniert, dann weiß man noch nicht, was passiert hinter der Fassade des Ganzen. Also, tatsächlich organisiere ich auch eine Konferenz in Brooklyn Log, RICO Networks, mit einem Kollegen von mir. Das ist ein viertägiges Event mit Vorträgen, Workshops und einer Ausstellung, wo es kritische Untersuchungen von Internetanwendungen und Radiotechnologie, Funktechnologie gibt. Da geht es auch, es geht darum, dass es auch Anfänger und Einsteiger anspricht, wo man also mit Fragen hinkommen kann, wo es darum geht, die eigenen Daten auch tatsächlich zu besitzen und ja, sich selbst zu empowern. Heute möchte ich über was eher Abstraktes sprechen. Etwas, wo ich über eine ganz, ganz lange Zeit nachgedacht habe, aber ich habe erst kürzlich angefangen, öffentlich über diese Idee zu sprechen. Viszerale Systeme, also angewandt auf Musikkomposition und Computernetzwerke. Und ja, für mich, ich gebe mal so ein Gerüst vor, ich stelle mal meine Einflüsse dar, meinen Hintergrund und natürlich auch, wie quasi mein Verhältnis zu Sound- und Netzwerktechnologien ist. Aber erst muss ich ein bisschen definieren, ein bisschen, und ich werde dann aber auch schon sagen, dass ich diese Definition auch ein bisschen biegen werde. Erstmal dieser Term visceral, das kommt aus der Medizin, da bedeutet das zu den, die Eingeweide, das Innere des Körpers, vor allen Dingen in der Brust, Herzen, Lunge. Und etwas viszeraler, es ist etwas, was man tief drin fühlt, ein Bauchgefühl sozusagen. Und dann ist diese Idee oder diese Definition davon, was ein System ist, von Oxford, mehrere Dinge,
die zusammenarbeiten als Teil eines Mechanismus oder selbst verbundenes Netzwerk, ein komplexes Ganzes. Das bedeutet meistens Körpersystem. Ich biege den Term ein bisschen, um ein bisschen viszerales Gefühl hervorzurufen. Texturen, Farbe, Masse und tue das mit rein zu Sound- und Kommunikationssystemen. Und ich habe diesen Term absichtlich so nicht wirklich absichtlich benutzt, sondern ich habe gemerkt, dass ich einfach nur das gefühlt habe. Also ich habe es nicht gewählt, sondern diese Definition hat quasi mich gewählt. Und wie ich hierher gekommen bin, muss ich irgendwie 30 Jahre zurückgehen. Der definierende Einfluss in meinem Leben war, ihr kennt vielleicht diese Dinge, zwei Softwareprogramme, ResEdit, also Resource Editor und rechts HyperCard. Da war ich 10 und habe am Mac Classic meiner Eltern gearbeitet und ResEdit ist ein Programm, das benutzt wurde, um Programmressourcen zu verändern. Bitmaps, die Form von Farben, Definitionen von Menüs und so weiter und so fort. Der ganze Programm, Code für Programme. Und zuerst war es für mich, vor allem auf dem Mac, einfach Sachen herumziehen, gucken, was wo leuchten wird und dann drauf fallen lassen, sehen, was passiert. Zum Glück war eine dieser Sachen ResEdit und das hat einen Haufen System-Crashes verursacht, Abstürze. Und damit habe ich dann Icons und Hexcode auseinandergenommen und das hat für mich einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Das heißt, der Code hat für mich keinen Sinn ergeben. Was ich gesehen habe, hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich wusste nicht, wie ich das parsen sollte, wo ich da reingestolpert war. Aber statt da rational drauf zu gehen, hat mein Kindgehirn das mit dem viszeralen Gefühl verbunden. Statt Software habe ich die Textur der schwarz-weißen Charaktere, also Zeichen, gelernt. Die ganzen Formen, die aus dem Code hervorkamen. Und während ich wusste, was es war, wusste ich schon, dass es irgendwie das ändert, was upfront im Interface passiert. Und das war total aufregend, die Eingeweide, die Organe eines Programms zu sehen, dass ich zuerst als eine Blackbox wahrgenommen habe, die ich nur so wahrnehmen konnte. Und das war so diese Hintertür ins System und das war sehr spannend. Die Folie zeigt hier dieses Mondo 2000 Cutter aus diesem Cyberpunk Hypercard-Stapel. Das kam in den 90er Jahren raus und HyperCard. Das ist eine Anwendung gewesen, wo man so Stapeln sogenannter Karten erzeugen konnte, die halt interaktive Bilder, Texte, Textfelder und andere grafische Elemente enthalten konnte. Das gilt als eins der ersten erfolgreichen Hypermedia-Systeme vor dem World Wide Web und quasi so eine Art Vorgänger und es hatte tatsächlich direkten Einfluss darauf, wie der erste Browser damals aussah. Auch es hat außerdem diese nicht-linearen Erzählungen erlaubt. Man konnte zwischen Karten hin und her springen, zwischen interaktiven Content, zwischen Texten und ja, das war sozusagen Hypermedia vor dem World Wide Web. Und wenn man sich auf diese nicht-lineare Art dort bewegen konnte, hatte man dieses tatsächliche Gefühl, man konnte wirklich durch einen Raum wandern, in dem Fall einen Raum aus Dokumenten. Es gab dann eine richtige Dimensionalität, es gab eine Landschaft in einem digitalen Medium. Nun, also mit Software sich auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen, das gab digitalen Medien in meinem Kopf so eine richtige Form, eine Gestalt. Und man schaute halt nicht nur auf den Bildschirm und es war einfach nicht nur statisch, sondern es ist etwas, das halt
wirklich einen Bauch hatte, das einen physischen Modus hatte, was Berührbares. Und das hat für mich sozusagen diese Beziehung entwickelt, die ich dann mit Medien später hatte. Okay, ich möchte eine Minute noch über Klang und Sound sprechen. Eine Rieseninspiration für mich ist Edgar Varese und seine Idee, Soundobjekte, Klangobjekte zu schaffen. Dass Klang also Masse und Raum einnimmt. Er war ein französischer Komponist, der eine ganze Menge Zeit in Paris verbracht hat und in den USA und hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts daran gearbeitet, Musik als lebende Materie zu begreifen. Und die Elemente in seiner Musik sind Klangmassen, die sich auf kristalline Art dort strukturieren. Seine Beziehung zu Klang war nicht etwas, was man einfach nur hört, sondern etwas, was Gewicht hat, was sozusagen einen Bauch oder ein Bauchgefühl hat. Und das ist nicht sein Zitat jetzt, was man hier sieht, aber er sagte, als ich 20 Jahre alt war, hatte ich eine Definition plötzlich von Musik entdeckt, die sagte, okay, so empfinde ich Musik. Józef Maria Hone Wronski, ein polnischer Physiker, Musikforscher im 19. Jahrhundert, hat gesagt, okay, Musik ist die Verkörperung der Intelligenz des Klanges. Also Körper zu dem Leben hinzuzufügen, das in dem Klang schon drin ist. Das fand ich ein sehr, sehr aufregendes Konzept. Und für mich war das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, Musik ist etwas Räumliches, Musik ist etwas, was sich im Raum halt bewegt. Nachdem ich das gelesen hatte alles, war ich richtig, richtig aufgeregt, dass ich noch auf jemanden getroffen habe, der auch diese Beziehung zu diesen sonst sehr körperlosen Sachen hatte. Und was mich wirklich ermutigte, dieses Projekt hier zu entwickeln, Felted Signal Processing. Da habe ich eine ganze Reihe Jahre mit meiner Schwester dran, Lara Grant, mit meiner Schwester. Und wir haben zusammen Interfaces sozusagen entwickelt, die halt körperliche Sachen, körperliche Komponenten definierten. Das waren leitende Materialien aus weichen Dingen. Hier ist ein Bild davon. Und mein Ziel mit FSP war, etwas zu haben, das man viszeral mit Klang verbinden kann und eine emotionale Verbindung mit einem Interface zu entwickeln. Ich dachte, dieses Interface hat mehr mit der Textur des Klanges zu tun als irgendwelche Slider und Knöpfe. Und hier ist einfach ein Stück Wolle mit einem FX-Pedal drin, also so ein Pedal. Und da diese Filzkomponenten, die in den Kreis eingeschlossen sind, mit diesen Druckknöpfen, die ich eingebracht habe, diesen leitenden Filz, den ich gemacht habe. Und das wird dann ein Widerstand. Also ist dann ein Kabel, das durch das Rohmaterial durchgeht, das gefilzt ist. Und dann wird der Druckknopf hinzugefügt und dann habe ich da was, wo ich einen Draht ranlöten kann und das dann direkt in den Kreis einbringen kann. Das wird dann Teil des Kreises. Und das Signal reißt durch den Filz und du kannst es mit deinen Händen ändern. Und das ändert dann den Widerstand davon. Du formst den Klang mit deinen Händen. Und wir haben mehrere merkwürdige Dinge gebaut. Das ist der Anfang eines merkwürdigen Synthesizers, das Interface. Mit all diesen eingeweidenmäßigen Tentakeln, die alle einen Kern von leitender Wolle hatte und in einem Druckknopf endeten.
an einem Ende und das ist die leitende Wolle in der Mitte. Und diese Knöpfe würden das mit einem anderen Teil verbinden und eine Verbindung herstellen in diesen Kreisen, elektrischen Kreisen. Und wenn du dann die Tentakel, es war dafür da, Sachen zu strecken, um die Widerstand zu ändern, und das war es dann so ungefähr. Und ein anderes Stück heißt House of M. Das habe ich in Zusammenarbeit mit einem sehr guten Freund gemacht, einem Sounddesigner, Helen Tank. Und das ist eine Installation, die aus mehreren Raspberry Pis bestand, die über einen FM-Kanal eine Klanglandschaft rausgeschickt haben und dann tatsächlich auch gesendet wurden in auf derselben, die Geräte sendeten alle auf derselben Frequenz. Und wenn man sich sozusagen durch das Haus bewegt hat mit den Kopfhörern auf, dann hat man quasi, je mehr man sich diesen Stationen angenähert hat, blendete das ein oder aus, und da hatte man dieses Gefühl von Dimensionalität, dass es also Klangräume gibt, durch die man sich wirklich bewegt hörend. Es war auch ein Experiment, um Farbe und Textur aus Häuserecken, aus dem Gefühl, wie sich so eine Hausecke anfühlt, rauszuholen. Also quasi eine Stimme und ein Körper für eine bestimmte Ecke in einem Haushalt zu geben. Ja, ich habe schon zeitiger gesagt, dass es mir darum geht, dass ich dieses körperliche Verbindung zu Klang habe und versucht habe, mit dem Interface eine körperliche Verbindung dazu zu schaffen. So wie ich die Klänge halt selber auch erfahre. Aber ein Ziel, was ich aber auch habe, ist, ich befasse mich mit Computernetzwerken. Und so ein körperliches Gefühl für Musik und Kunst zu haben, ist natürlich mehr oder weniger nachvollziehbar für andere. Das habt ihr sicherlich auch. Aber ein körperliches Gefühl zu Computernetzwerken zu haben, ist vielleicht nicht ganz so gewöhnlich. Und für mich war das wirklich schwierig, das erstmal zu definieren, was bedeutet das für mich, was heißt das für mich. Aus bestimmten Gründen ist es für mich so, dass ich Netzwerke immer aus diesem Begriff der Kultur heraus denke oder erfahre. Und die Idee ist, wenn sich diese Signale durch das Netzwerk bewegen, dann kann man das wie bewegende Materie sich auffassen, aber ich brauche dann noch so ein Denkgerüst dafür, um das wirklich zu verstehen. Und ja, das ist ja noch ein laufendes Projekt, aber im Moment ist es für mich so, quasi dieses Modell von Kommunikation von Laswell zu modifizieren, der halt sagt, ja, das, wie gesagt, genau, das Zitat sagt also, damit kann man beschreiben, wer sagt was, über welchen Kanal, zu wem und mit welchem Effekt am Ende. Im Zusammenhang mit Skulpturen oder mit Kunst generell ist wer und wem ziemlich leicht zu beantworten. Da gibt es auf der einen Seite den Künstler und auf der anderen Seite das Publikum. Welcher Kanal? Ja, da geht es um das Medium. Wird es sozusagen, ist es Papier, wird es gefühlt? Was ist das physikalische Medium, das benutzt wird, um die körperlosen Sachen mit etwas zu verbinden, womit man sich körperlich auseinandersetzen kann? Ja, und dann, wenn man sagt, okay, wer sagt was? Ja, da geht es um die Botschaft, die der Künstler versucht rüberzubringen mit seinem Kunstwerk. Für mich ganz persönlich, zumindest bisher, geht es darum, wie gesagt, diesem Körperlosen eine physische, körperliche Präsenz zu geben. Ein Avatar in der wirklichen Welt, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Ja, und schließlich, welcher Effekt? Das ist im Grunde die Rückmeldung des Publikums. Was passiert mit den Leuten? Ja, das... Wer schaut sich das an und wer erfährt das? Wie fühlt man sich, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt? Für mich hoffe ich zumindest, dass es einfach so einen Sinn von oder ein Gefühl von Gegenwart gibt, dass diese Datentransfers, dass die tatsächlich räumlich existieren, dass die eine Form haben, auch wenn wir sie nicht sehen können. Also... ich wollte euch was zeigen, ein paar Experimente, die ich gemacht habe, mit dem Netzwerk Sachen, die ich gebaut habe.
Es ist erstmal dieser Schleim des Polycephalin. Das ist ein einzeller Organismus, eine Amöbe, irgendwie auch ein Pilz. 2010 wurde da viel drin geforscht und gemerkt, dass für diese einfache Kreatur wird es sehr komplexe und sich auch überraschend komplexe Verhalten. Und das wurde dann benutzt, um verschiedene Systeme zu simulieren, zum Beispiel Verkehrsnetzwerke oder Blutzellen. Es stellt ziemlich gute Transportnetzwerke her für Nährstoffe. Hier sind welche Flocken, die es sehr gerne isst. Und man kann dann sehen, wie es seine Verhalten zu seiner Umgebung ändert. Hier nimmt es die Form eines Computernetzwerks ein oder des Internets. In diesem Experiment habe ich geguckt, ob ich das Farbcodieren, die Daten farbcodieren könnte, die durch das Plasmodium-Netzwerk gehen. Also, wenn der Schleim Essen in sich aufnimmt, dann bricht er den aufeinander und bringt den vor und wieder ein bisschen zurück. Und das so bewegt es sich dann auch. Und was ich sehen wollte, ist, ob ich farbkodierte Tags gucken konnte, also ein Stück Essen zum Beispiel verfolgen durch Farben. Und ich konnte manchmal ein Datennetzwerk herstellen oder Datenpakete, die durch den Slime dann durchgegangen sind und das dann an der Farbe erkennen. Und hier haben so verschiedene Flockenarten und da habe ich dann Primärfarben genutzt, um zu sehen, ob auch die Farbe sich mischen würde, wenn die Nährstoffe aus den verschiedenen Flocken sich mischen, sodass ja grün und blau wird dann grün. Das ist dann also durch das Blaue und Grüne und Gelbe durchgegangen. Es war also sehr experimentell und trotzdem immer noch etwas, wo ich dran arbeite, ist noch nicht ganz fertig. Und da gibt es noch, was ich ganz schnell noch sagen wollte, QFM. Das ist Qt FM. Das sind AM/FM-Empfänger in Zementblöcken, die ich mit meinem Partner gemacht habe. Da sind kleine Mini-Radio-Geräte. Und da sind kleine Pakete, die von einer Device zu anderen gehen. Das ist ein Signal, das in der Gruppe funktioniert. Schicken einfach ein einfaches Morse-Code-Signal raus und einer sendet einen Puls und der nächste, um den Puls zu hören, nimmt den dann, blinkt dann mit einer LED. Und das ist ein sehr einfacher Weg, um zu sagen, wie Daten sich bewegen durch ein Netzwerk. Das wurde designt, um ein Bildungsspielzeug zu haben, was Daniel in seinen Workshops viel benutzt, um zu erklären, wie Netzwerkstechnologie funktioniert. Aber es war auch ein Weg, um zu sehen und anzunehmen, wie Informationen durch einen Raum bewegt, wieder um irgendwie Dimensionalität zu empfinden. Wir können es nicht sehen, was in der Luft um uns ist, aber es ist trotzdem da und wir sind trotzdem irgendwie darin situiert. Why? Ja, einige der Sachen, die ich gemacht habe, sind sehr, sehr abstrakt, sogar für mich. Und ich habe mich dann mal gefragt, warum misst es so halt? Also wo kommt das her? Und eine der großen Herausforderungen, mit Netzwerken zu arbeiten, ist der Fakt, dass Computernetzwerke eben nicht körperlich sind. Man kann sie nicht fühlen, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht riechen. Also wie schafft man es, dass sich ein Publikum sinnlich mit Computernetzwerken auseinandersetzt? Bekommen die überhaupt mit, was sozusagen darüber, was in so einem Netzwerk passiert, wenn sie es gar nicht mit ihren Sinnen wahrnehmen können? Und ich glaube, es geht darum, das Verhältnis
zu etwas zu ändern, was wir immer nur so als Werkzeug sehen. Ne? Das ist einfach nur, ein Netzwerk ist eine Sache, da geht es von A nach B, soll die Nachricht geschickt werden. Aber ist es interessant, sich anzuschauen, wie sozusagen Netzwerke sich in anderen Kontexten manifestieren können? Zum Beispiel bei diesem Slime, den wir gesehen haben. Wo können Parallelen gefunden werden und was bedeuten die dann? Indem ich etwas eine körperliche Form geben, hat man die Möglichkeit, einfach eine andere Möglichkeit darüber nachzudenken, was in diesen unsichtbaren Röhren dort eigentlich passiert. Ja, jetzt kommt was sehr, sehr Experimentelles, wo ich auch sehr, sehr gerne Fragen dann annehme. Und ich freue mich da auch, wenn ihr mir jetzt sagt, was ihr mir dazu, ja, was ihr möglicherweise für Fragen habt dazu. Yes, thank you, Sarah. Ja, vielen Dank, Sarah, für den Talk. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Wir haben 4 Mikrofone im Raum, 1, 2, 3 und 4. Also, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die einfach zum Mikrofon laufen und die Frage stellen. Oder wenn wir noch keine Fragen haben im Internet vielleicht. Erste Frage, tatsächlich, Mikrofon 1. Hallo. Vielen Dank für den Talk, sehr, sehr interessant. Können wir ein paar von diesen Sounds einfach mal hören, die du gemacht hast? Ja, ich habe ein Video. Ich weiß nicht, ob wir Zeit dafür haben. Ich muss das raussuchen. Sonst sprich mich einfach danach bitte nochmal an. Und okay. Gut, dann schaue ich mal kurz nach. So in the meantime, in der Zwischenzeit vielleicht noch eine Frage aus dem Internet. Die Frage ist mit dem wollbasierten FX-Pedal. Hast du das schon mal performt und funktioniert das wie ein Musikinstrument? Ja, habe ich noch nie live auf der Bühne performt. Das ist einfach nicht passiert. Aber ich performe es selber im Schlafzimmer und ja. Ich benutze es, um meine Stimme zu modulieren. Das Mikrofon, ich singe da rein und das geht dann durch dieses FX-Pedal. Und wenn Leute singen, dann ist das ein Ganzkörper-Ding manchmal. Du bewegst deinen Körper, deine Hände und das fühlt sich sehr nett an, dieses Filz zu haben, warm. Sehr angenehm. Und damit kann ich meine Stimme ein bisschen ändern, wie mit einem Akkordeon, aber da ist leider keine Dokumentation zu. Ja, kurze Pause, um dich kurz nach dem Video suchen zu lassen. Ja, ich suche einfach durch das Vimeo meiner Schwester durch, weil sie es dort irgendwo hat. Es ist ein bisschen her, deswegen lass mich noch mal kurz schauen. Wenn ich es nicht finde jetzt rechtzeitig, dann sprecht mich bitte auf jeden Fall danach an. Ah, Moment, ich glaube, ich hab's. Ja. Wenn ihr Lust habt, Moment, ich schaue erst mal. Ja, wir haben ein Archiv unserer Arbeit hier. Chutka.com/FSP. Wenn ihr also neugierig seid, was diese Projekte waren, da hat das auch Audio. Ja? Wir schauen mal, ob das spielt. Und wenn nicht, dann könnt ihr es euch ja selbst angucken. Moment, hier gibt es Audio. Achtung. Ich glaube, wir haben hier kein Glück, aber wenn ihr das hören wollt, dann schaut euch auf jeden Fall die Webseite an. Wir haben ein paar Videos da, wo das zu sehen ist. Okay. Gut. Ihr seht die Adresse da oben. Es sollte auch auf der Webseite des Talks im Fahrplan sein. Und ja, hört es euch dort einfach an. Ja, eine Frage haben wir noch am Mikrofon 1. Oh, Moment, wir hören... Just a sec.
Okay, this was a noise experiment. Those are my sister's hands. So, ja. There you go. Thank you. Das ist es ungefähr, danke. Okay. So, yeah. Also, ja, Frage. Eine kurze Frage. Wie schwer ist es, Klangkünstlerin zu sein in der modernen Welt, wo visuelle Medien, besonders bei Talks, ist bestimmt immer ein Projektor und Video und es gibt meistens ein Problem mit Klang wie eben. Und wenn du durchs Internet browst, dann guckst du dir nach Bildern. Und wie sieht es von deiner Perspektive auf? Ist das einfach, dein Publikum mit Soundprojekten zu erreichen? Nun, ich habe den Klang in diesen Talk integriert, aber damals, ich habe gar nicht so lange mit Sound gearbeitet für ein paar Jahre und habe mich mehr mit Networking beschäftigt. Aber möchte ich online oder in Ausstellungen Leute erreichen? Ja, absolut. Das Gute hieran ist, dass you don't really need a good sound. It's about geht um Interference und Noise. Entschuldigung. Dementsprechend ist es dann muss es nicht gut klingen. Gut, die Zeit für den Talk ist zu Ende. Vielen, vielen Dank für das Zuhören.